Ja, hallo, ich bin Moritz aus dem digitalen Labor und heute zeige ich euch, wie man eine Laserdatei erstellt. Und zwar ist es meistens so, dass man halt aus Archicad, Vectorworks, Rhino oder Revit eben eine Datei exportieren kann, die man für das Lasern eines Modells benötigt. Und das ist in den meisten Fällen eine PDF, eine DWG oder auch eben direkt eine AI, also eine Illustrator-Datei. Wichtig ist, am besten halt als eine AI oder PDF zu exportieren und ganz wichtig ist direkt in diesem 1 zu 1 Modellbaumaßstab. Das heißt, wenn meine Modellwand A 10 cm lang ist, dann sollte die auch schon in den Plänen 10 cm lang sein. Ich habe das jetzt mal gemacht. Ich habe aus Rhino eine 1 zu 1 Modellbaudatei exportiert, die ich als PDF abgespeichert habe und extra nicht als Illustrator-Datei, damit ich euch direkt zeigen kann, was man jetzt macht. So, hier sehe ich erstmal die gesamte Datei. Das ist einfach eine simple Box, die aus einem Boden, einer Wand mit einem mit so einer kleinen Lattung, könnte man sagen, ausgestattet ist und einer Decke, die sich auf einer Zeichenfläche befindet. Genau, ganz wichtig ist immer in dem Zeichenprogramm selbst schon mal einzuzeichnen, wie groß die Pappe nachher sein soll, auf die gelasert wird. Einfach damit man schon mal eine Referenz hat, die man nachher eventuell einfach hochskalieren kann. So, jetzt habe ich nämlich das Problem. Erstmal, das Ganze ist ungeordnet. Ich habe das erstmal so angelegt, dass ich gesagt habe, okay, ich habe eine Farbe für die ganzen Sachen, die als Lattung im Prinzip nicht durchgelasert, sondern nur markiert werden sollen. Ich habe eine Schnittfarbe angelegt und eine zweite Schnittfarbe, und zwar eine zweite Schnittfarbe für die Fenster im Inneren. Es ist nämlich immer ganz wichtig, dass man einmal eine Markierung hat, dann eine Schnittfarbe für außen und eine Schnittfarbe für innen. Im Normalfall ist es RGB Rot für den Schnitt innen, RGB Blau für den Schnitt außen und RGB Schwarz für die Markierung, die nicht durchgelasert wird, sondern halt nur markiert wird. So, der erste Schritt ist erstmal das Ganze hier auszuwählen und einmal zu kopieren in eine neue Datei. So, und zwar lege ich jetzt eine neue Datei an und die hat eben die Größe der Pappe und in meinem Fall ist es jetzt 1000 mal 700. Die Maximalgröße ist auch 1200 mal 710 vom Laser, deswegen ist 1000 mal 700 die meistverwendete Pappengröße in Verbindung mit eben den vorhandenen Pappen. Die lege ich jetzt an und füge dann einfach mein bisher bestehendes Schnittmuster ein und sehe halt direkt, okay, das passt hier ganz gut auf die Vorgabe, die ich bereits erstellt habe. Dann kann ich das Ganze nochmal auswählen und genau, kann diesen äußeren Rahmen löschen, weil den brauche ich nämlich nicht mehr. Und wenn ich jetzt hier irgendwas dran verändern will, dann merke ich ganz schnell, okay, das funktioniert irgendwie nicht, das ist alles zusammen. Das liegt daran, weil wenn ich eine PDF erstelle, dass alles auf eine Ebene gelegt wird, diese ganzen Schnittlinien. Das kann ich aufheben, also ich kann jetzt anfangen, die einzelnen Linien wieder zu bearbeiten, indem ich einen Rechtsklick mache und sage Schnittmaske zurückwandeln. Jetzt habe ich nämlich wieder die Möglichkeiten, die einzelnen Linien anzufassen. Was schon mal ganz gut ist, weil jetzt muss ich nämlich vorbereiten für den Laser. Das mache ich, indem ich erstmal Ebenen anlege für die jeweiligen Funktionen, die ich brauche. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich brauche einen Schnitt außen für die Außenkonturen, einen Schnitt innen für die Innenkonturen und eine Markierungsoption für eben die Lattung oder in ein anderes Beispiel. Deswegen lege ich mir jetzt erstmal verschiedene Ebenen an. Das mache ich, indem ich hier unten drei neue Ebenen anlege. Die nenne ich Schnitt innen, Schnitt außen. Genau. Und dann nochmal markieren. So, und jetzt geht es daran, diese ganz einfach auf die verschiedenen Ebenen zu legen. Häufig ist es halt eben so, wenn ich jetzt meine Laserdatei als PDF exportiert habe und ich klicke irgendwas an, dann sehe ich hier Ebene 1 und das alles irgendwo drin. Und jetzt möchte ich, genau, ich möchte einfach diese eine Linie, nicht nur diese eine Linie haben, diese Markierungslinie, sondern alle. Deswegen habe ich mir vorher in meinem Zeichenprogramm natürlich die Sachen schon auf verschiedene Ebenen gelegt, beziehungsweise habe denen verschiedene Farben gegeben. Wie ich das jetzt hier sehe, das eine ist lila, das andere ist schwarz und das dritte ist irgendwie rot. Und jetzt möchte ich erstmal die ganzen Markierungen auf eine Ebene legen. Das mache ich ganz einfach,
wenn ich jetzt eine Markierung auswähle, dann oben in der Menüleiste, die sieht man gerade leider nicht, auf Auswahl gehe, dann einfach sage gleich Konturfarbe, zack, und schon habe ich alles ausgewählt. Jetzt habe ich hier rechts die Konturfarbe bei Ebene 1 mit so einem blauen Kästchen gekennzeichnet. Das kann ich jetzt einfach ziehen, auf die Markierenebene loslassen und dann ist es schon soweit. Das gleiche mache ich jetzt nochmal mit den Außenkonturen. Da wähle ich eine Außenkontur an, gehe auf Auswahl, gleich Konturfarbe, ziehe das dann auf Schnitt außen und genau das gleiche mache ich nochmal mit der Innenkontur, mit der Innenschnittlinie. Gehe dann wieder auf Auswahl, gleich Konturfarbe, ziehe die dann wieder auf die Schnittinnenlinie und habe jetzt im Prinzip alles auf diesen drei wichtigen Ebenen, Schnitt innen, Schnitt außen und markieren. Das heißt, ich kann jetzt meine Ebene 1 erstmal ausblenden bzw. auch komplett löschen. Genau, Bildmaterial enthält die, weil da auch eben noch das. Ach ne, ich habe mich vertan. Ich dachte, dass hier diese Schriftdatei noch drin wäre, ist aber nicht so. Deswegen kann ich die jetzt einfach löschen. Löschen, ja. Ja. So, und jetzt habe ich im Prinzip schon mal den ersten Schritt von dem, was ich brauche. Jetzt muss ich die einzelnen Schnitte für den Laser lesbar machen. Und das mache ich, indem ich jetzt die erstmal alle zusammen auswähle. Das geht ganz einfach, indem ich auf diesen roten runden Kreis hier klicke, mit Shift gedrückt alles auswähle und markiere. Also ganz wichtig ist, dass ich dabei Shift gedrückt halte. Und dann hier bei dieser Kontur 0,123 mal die 0 und dann einmal die 1, also 0,00001 eingebe, Enter drücke, dann hat mir erstmal das Problem, es wird 0 angezeigt. Die Dinger sind noch ganz schwach, die Konturlinien, aber sie sind da. Genau, jetzt habe ich die schon mal für den Laser sichtbar gemacht, allerdings weiß er noch nicht, wie er damit umgehen soll, weil der Laser geht nur mit den Farben richtig, mit den Konturen richtig um, wenn sie die richtigen Farben haben. Deswegen wähle ich mir jetzt nochmal die ganzen Ebenen aus, nacheinander und weise denen die richtigen Farben zu. Das erste ist einmal die Schnittinnenlinien auszuwählen. Den gebe ich die Konturfarbe Rot. Das ist ein RGB-Rot. Da kann ich einfach auf die Konturen hier draufgeben und dann hier draufklicken, einen Doppelklick machen, dann öffnet sich nochmal das Fenster. Und jetzt sehe ich hier Farbmodus CMYK ist noch falsch. Muss ich auf RGB gehen und das von ja, 0 auf 255 ziehen und die anderen Werte eben auf 0 stellen. Da gehe ich einfach auf OK. Schnitt außen. Das ist ein RGB-Blau. Da kann ich hier oben wieder auf die Kontur gehen oder hier unten einen Doppelklick reinmachen. Dann sieht das Fenster nämlich so aus. Da kann ich das ganz unten rechts in die Ecke ziehen, hier den Regler runterziehen. Hab dann ein R von 0, ein G von 0 und ein B von 255. Das ist ganz wichtig. Klicke dann hier auf OK. Hab das richtig eingestellt. Und muss jetzt nur noch diese Markierenebene richtig einstellen. Da wähle ich wieder alles aus. Das ist jetzt schwarz. Dafür gehe ich einfach wieder hier rein mit dem Doppelklick. Ziehe das ganz unten links in die Ecke. Ziehe das auch ganz nach unten. Drücke auf OK. Und habe die Farbe auf RGB schwarz eingestellt. Manchmal sieht man diese Linien nach der Einstellung auf 0,00010. Konturstärke nicht mehr. Das kann man ändern, indem man oben in der Leiste bei Ansicht auf Vorschau auf CPU klickt. Ja, da kriegt man die Linien eben wieder. Jetzt sieht man auch, dass sie wieder ein bisschen deutlicher halt zu sehen sind. Ja, jetzt ist im Prinzip alles für die Laserdatei an sich vorbereitet. Jetzt wird die ganze Datei noch gespeichert. Das macht man, indem man einfach auf Speichern unter. Dann Laserdatei 1. Adobe Illustrator und sichern geht. Jetzt fragt er noch, welche Illustrator-Version verwendet wurde. In den meisten Fällen ist es jetzt Illustrator CC, allerdings ist sehr wichtig, dass das Ganze unter Illustrator CS6 abgespeichert wird. Das kann alles so bleiben. Man drückt OK. Hier wieder OK. Und dann ist man fertig. Im nächsten Video können wir nochmal erklären, wie man das Job Control, also die Software benutzt, um unsere Laser auch anzusteuern, die wir haben.
Und danach können wir nochmal darauf eingehen, wie man einfacher und schneller Laserdateien erstellt und auch komplexere Sachen realisieren kann.